Herzlich willkommen hier in St. Michaelis aus der Innenstadt Lüneburgs. Heute ist das Trinitatisfest. Es schließt einen großen Bogen von Festkreisen ab. Advent, Weihnachten, Passionszeit, Osterzeit, dann Himmelfahrt und vor einer Woche Pfingsten. Heute nun Trinitatis. Und dann kommt der lange Sommer, in dem ca. 20 Wochen lang die Sonntage nach Trinitatis gezählt werden. Doch was meint eigentlich Trinitatis? Die Wortform ist ein Genitiv. Das Substantiv gibt es auch eingedeutscht, Trinität. Übersetzt heißt das Dreieinigkeit. Im Wort Trinität steckt die Silbe Tri drin, für die Zahl 3. Und im zweiten Wortteil hört man das Wort Unität, also Einheit bzw. Einzigartigkeit. Beide Wortbedeutungen passen hier. Theologisch reden wir in dem Zusammenhang von der sogenannten Trinitätslehre. Also die Lehre, die sich mit dem Zusammenhang von Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist beschäftigt. Aber steht da eigentlich was in der Bibel drüber? Da muss man sagen, nein, so direkt eigentlich nicht. Es gibt Bibelstellen, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen genannt werden, aber eine Trinitätslehre wird in der Bibel nicht entfaltet. Das hatte zur Folge, dass man sich über Jahrhunderte genau um dieses theologische Problem kontrovers auseinandergesetzt hat. Da kam es manchmal richtig zum handfesten Streit innerhalb der Kirche, bis hin zum sogenannten Schisma. In der Zeit gab es dann sogar zwei Päpste. Klingt komisch, ist aber so. Aber wie kann man die Trinität nun verstehen? Wir haben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Macht doch drei Götter, oder? Nein, so ist es natürlich nicht. Wir haben doch nur einen Gott. Aber wie ist das dann zu verstehen? Nehmen wir als Beispiel für die Veranschaulichung einmal die chemische Bezeichnung H2O, Wasser. Kennt jeder. Aber halt, H2O kann zum einen Eis meinen. Es kann natürlich flüssiges Wasser meinen. Und auch Dampf. Drei verschiedene Dinge und doch dasselbe. H2O. So oder ähnlich kann man sich auch die Sache mit der Dreieinigkeit vorstellen. Da ist Gott der Vater. Naja, ein alter Mann mit Bart auf einer Wolke ist das sicher nicht. Mehr Gottes Schöpferkraft. Aber wie soll man das bitte schön malen? Dann ist da Gott der Sohn. Jesus. Ein Mensch und doch auch Gott. Wahr Mensch und wahrer Gott singen wir Weihnachten. Finde ich ganz wichtig, die Vorstellung. Denn wenn Jesus Gott ist, bekommt Jesu Leid und Tod eine ganz besondere Bedeutung. Gott selbst leidet dann. Und als drittes ist da der Heilige Geist. Wie eine Taube kommt er herab, als Jesus im Jordan getauft wurde. Also Vater und Sohn und Heiliger Geist. Das zusammen ist Gott. Irgendwie einer und irgendwie drei. Also drei in einem. Gott ist 3D sozusagen. Gott in drei Dimensionen. Interessant übrigens, wie der Gottesname im Alten Testament ist. Elohim. Das war Hebräisch. Gemeint ist Gott, aber die Wortform Elohim ist ein Plural. Als ob das nicht genug wäre, benutzt man für den Begriff Dreieinigkeit, praktisch gleichwertig, auch den Begriff Dreifaltigkeit. Kann man also beides sagen. Der Unterschied besteht aus einer Nuance. Und die kann man so beschreiben. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei sich überschneidende Kreise. Der schraffierte Bereich zeigt die Dreifaltigkeit.
Und der Kreis drumherum, naja, Kreis, also drumherum, das ist die Dreieinigkeit, das, was alles zusammenhält. Ja, die Trinitätslehre, das ist schon ein interessantes Konstrukt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, braucht man das so als Normalchrist? Vielleicht nicht unbedingt. Aber ich finde es auch klasse, wie man sich praktisch über fast 2000 Jahre bemüht hat, Gott als dreieinigen oder dreifaltigen Gott zu erklären. Besonders einleuchtend fand ich immer, wie der Theologe Karl Barth die Dreiheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist auf den Punkt gebracht hat. Gott Vater ist das Subjekt der Offenbarung. Gott Sohn ist der Inhalt. Dadurch, was Jesus erzählt, was er tut und wie er ist, erfahren wir, wie Gott ist. Und Gott Geist ist das Geschehen, die Wirkkraft Gottes. Gott ist Ganzheit und Fülle. Von ihm her sind wir alle. Wir, die Menschen und alle Lebewesen dieser Erde, Pflanzen wie Tiere. Dies zu erkennen, macht mich demütig, dankbar und führt mir meine Verantwortung in dieser Welt vor Augen. Von Jesus lerne ich, wie Gott wirklich ist. Gleichzeitig wird in ihm deutlich, dass mich meine Schuld nicht länger von ihm, Gott, trennen muss. Gott als Geist ist Kraft, Energie. Der Geist packt mich, begeistert mich, bewegt mich. Wer vom Geist erfüllt ist, weiß davon, dass wir mehr haben als nur unsere menschliche Kraft. Und darin steckt auch immer die Kraft, sich zu verändern. Und der Heilige Geist bildet auch unsere Gemeinschaft. Durch ihn sind wir untereinander und mit ihm, Gott, als Schwestern und Brüder verbunden. Zuletzt steht die Trinität auch für das Geheimnis Gottes. Das gleichseitige Dreieck symbolisiert ebenfalls die Dreieinigkeit. Drei gleich lange Seiten Gottes, ein Gott. Und aus der Mitte heraus, also aus allen drei Seinsweisen Gottes, schaut uns Gott selbst liebevoll an. Doch das Geheimnis bleibt. Der Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt, wenn du es begriffen hast, dann ist es nicht Gott. Wir beten. Gott Vater, Schöpfer aller Dinge, zeige uns unseren Platz in dieser Welt. Sei bei uns. Gott Jesus Christus, öffne unsere Herzen für dich und für deine Botschaft an uns. Sei bei uns. Gott Heiliger Geist, belebe uns, eine uns, verändere uns, sei bei uns. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun empfang den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.